Ist es denn überhaupt Welt 2? Keine Ahnung. Oh. Ah, warte, ich suche mir nächstes Mal anderes Personal. Hey! Verzeihung. Ich meine, nächstes Mal, ist jetzt gut. Ich hab's verstanden. Okay, also die wollen unbedingt einen Manager sprechen, aber... Ich meine, das scheint ja schon mal nichts zu bringen. Du wirst gerade übrigens auch schon von den Leuten im Chat run. Ja, ist mir egal, dann macht ihr es doch. Ich würde ja, aber ich spiele gerade. Schreib einfach Spukinsel, fertig. Spukinsel oder Spukinsel eigentlich? Was war es denn jetzt eigentlich? Spuk. Stimmt. Ah. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob das Spuk oder Spuk war. Vielleicht habe ich es immer falsch ausgesprochen. Nee, ich möchte nicht wissen, wie so Spuckinsel heißt. Ja. Ich meine, viel weiter kann ich ja hier nicht. Ja. Oh, Mann, ja. Es ging ja, ja. Gott, ich bin ja echt. Oh, ich kann Gas einsaugen, stimmt. Damit, ja. Oh. Natürlich, oh. Oh, Mann, ja. Ich fühle mich gerade echt schlecht. Ach, du fühlst dich schlecht, ich fühle mich schlecht. Weil ich auch nicht mehr wusste, dass ich meine komische Gas... Flasche nehmen kann. Vor allem, ich habe auch noch mal wegen der Magie und... Ach, komm schon. Oh Mann, natürlich. Also, deine Kompetenz hat geholfen, dass wir überhaupt, dass ich dazu gekommen bin, das Schinkenfleisch zu schlagen. Ja, genau. Und Mr. AK-97, nicht AK-47, hat dazu beigetragen, dass wir jetzt wissen, was wir mit dem Schinkengestank machen müssen. Mit dem Schinkenpuder. Oh, danke, 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 danke. Wie gut, dass ich das hier im Livestream mache, sonst hätte es jetzt noch, 3 Stunden später. Sonst hätte ich jetzt abbrechen, nicht abbrechen können, sondern, schneiden. Oh, genau, rausschneiden und dann... Dann hätte ich einfach da weitergemacht, wo ich die Lösung gehabt hätte. Oder ich hätte gespeedet. Oder ich hätte einfach bloß die Aufnahme unterbrochen und geguckt. Aber sowas mache ich ja hier nicht. Weil mir meine lieben Zuschauer sogar tatsächlich beim Spiel helfen. Das ist lieb. So. Hey. Hey. Weg mit dir. So. Nam nam nam. Rüber. Mr. T, ich war auch ungefähr. Also, ich habe ihn auch so ungefähr getroffen. Wer hat was getroffen? Ja, Mr. T. T4Fu. So, also jetzt soll ich. Was mache ich jetzt damit eigentlich? Achso, nee, Schinkengestank einsetzen wahrscheinlich. Ja. Aber vorher. Futtern. Und ein Blasenschild ansetzen vielleicht mal. Ich habe ja genug davon. So. Ja. Das Vieh ist gewaltig. Schinken. Schinkengestank. Stink es voll! Mr. T ist ein Nachtelf-Irokese. Wenn ihr das noch wisst. Für das, was gerade im Chat steht. Chanté setzt Schinkengestank ein. Du gibst Schinkengestank! Schinkengestank zur Gerichtsakte hinzugefügt! Uah.
Das ist normal. Siehst du? Wir sind auf den Pool. 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 So, okay, jetzt geht's nach unten und jetzt haben wir unseren... Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch einfach nicht. Wer war nochmal welche von denen? Ich glaube, ich war die... Das ist der Nerd, also rechts. Also du bist die... Okay. Du warst ein Nerd? Ja, die eine mit der Brille. Mit der Brille. Okay. Hey Mädel, du hast das Wasser angestellt. Alle ins Wasser. Warum guckt die so? Sollte guck mal, siehst freuen. Du, das ist also mehr oder weniger ein Nerd. Also, egal. Du sagst es, Freundin. Ich mach das auch gleich. Nein. Ab 6. Oh Mann. Ach ja, übrigens, Phoenix Wright setzt Stinkengestank ein. Nimm das! Light ist da. Oh. Oh Gott, okay, einfach weiter. Juhu. Juhu! Oh Gott! Das denke ich auch so. Juhu! Sechsjährige, bitte. Das ist einfach nein. Also Sechsjährige, die haben da ja auch nichts dagegen. Ist ja alles verhüllt. Ich sehe das Spiel erst seit 20 Minuten und habe schon mehr als 10 dreckige Szenen oder Sätze entdeckt. Das Ding ist ab 6. Ja, es hat 6. Was ist das? Das ist zu viel Sonne. Das ist zu viel Sonne für den Porzellanturm meiner zarten Babyhaut. Für mein auch, das Licht wird reflektiert. Ach komm schon, geht einfach ins Wasser. Ich, dass wir nicht. Welche Strafe. Oh Gott, das ist eine Anspielung auf Ghostbusters, glaube ich. Und sie kreuzen die Strahlen. Oh mein Gott. Oh Gott. Wow. Du hast den Versteinerungszauber erhalten. Yeah. Was macht das blöde Ding? Du hast es geschafft. Der Pool ist wieder voll und es riecht nach Badesalz. Und irgendwie auch nach Schinken. Und nach Fisch. Oh. Bitte. Und es ist irgendwie sabrig. Oh Gott. Sie sagt es ja. Du sollst... Ach nee, Moment, das bin ich ja. Ja, das ist die andere, was hast du denn geredet? Das Wasser ist wirklich sehr warm und irgendwie zähflüssig und so weiß. Oh Leute. Okay, Versteinerungszauber. Geht es weiter? Speichern. Ja! Vor allem, ich hätte gedacht, dass ich das Viech vielleicht schlagen muss. Oder dass ich damit irgendwas, weiß ich nicht, dass ich K.O. hauen muss. Aber nein. Ein Versteinerungszauber von antiken Ruinen. Okay. Wozu brauchen wir das? Das ist jetzt die große Frage. Warte, was haben wir alles, was wir eigentlich versteinern können? Vor allem, ich kann das Ding nicht einfach könnt benutzen. Könnt ihr den Monster da... Das Monster versteinern? Ja, das... Vielleicht, ich weiß ja nicht, also... Keine Ahnung. Wir müssen eigentlich auch noch hier oben rüber, aber ich weiß nicht... Nee. Ja, aber... Ja, wann ist die Frage und womit? So, weg bist du. So, du auch. Okay, aua. Oh Gott. Macht nix. Da. Ich will endlich ein Herz mehr haben. Warum komme ich da noch nicht hoch? Ich muss da irgendwann mal hochkommen. Ich hoffe, es gibt irgendwann einen Doppelsprung. Ja, gibt's wahrscheinlich. Sicherlich. Mhm. Ja. Aber was sollten wir versteinern können? Das ist ja die Frage. Ich meine, wir müssen ja irgendwas versteinern. Wenn wir einen Versteinerungszauber haben, sonst kommen wir nicht weiter.
So. Hopp. Kannst du in jedem Live jetzt bei irgendwas wie Gumshoe sprechen? So mit Risky Gumshoes oder so. Oh Gott. Hey Mädchen! Oh nein! Ja, auf den Abspann bin ich auch ziemlich gespannt. Sagen wir mal, ob es einen Doppelschwung gibt. Moment, ich guck mir nochmal die Karte an. Wo könnten wir denn einen Versteinerungszauber benutzen? Ich meine, was ist denn mit... Ja, es gibt einen Double Jump. Antiken Ruinen. Es gibt auch noch Verwandlungen in dem Spiel, also das ist jetzt... Ja, man so. Kann das. Ah! Hey Junge, du hast etwas gefunden? Ah, du bist gar kein Junge! Soll ich den jetzt so wie Gumshoe sprechen? Oder soll ich lieber machen? Hallo? Ja, den. Ja. Das zweite. Du hast etwas gefunden? Du gibst Versteinerungszauber! Es gibt keinen Double Jump, es gibt einen Quadruple Jump. Ich denke mal, man kann da viermal springen oder so. Oder? Ja, es klingt so. Quadruple. Kann es sein? Du hast ihn gefunden, den Spruch, der meine Geliebte in Stein verwandelt hat. Was bringt mir der? Ich will sie nicht nochmal in Stein verwandeln. Endlich kann ich seine Wirkung umkehren. Was macht das für einen Sinn? Still, meine Geliebte, während durch die heiligen Worte spreche. Ja. Und davon mal abgesehen, will er den Zauber rückwärts sprechen oder was? Versteinere! Wumm, sie wird noch mehr zu Stein. Oder jetzt wird noch jemand anders zu Stein. Ah! Das war nämlich klar. Oh. Das war nicht klar. Oh, es gibt keine Verwandlungen in dem Spiel. Gut zu wissen. Okay, auf jeden Fall, das war wohl nix. Verbrennt die Hexe. Ups. Upp. Sie hat ja gar nichts gemacht. Er hat ja den Zauber. Was ist das denn jetzt gewesen? Moment. Höp, höp. Ich geh nochmal hoch. Und dann wieder runter. Ah, da steht gar nicht mehr, was das für ein Labyrinth ist. Das stand doch gerade noch da. Okay. Gehen wir erstmal rein in das Labyrinth. Sie verbrennen sie beide. Sieht bisher ziemlich geradlinig aus für ein Labyrinth. Guck mal! Ah! Okay, weiter. Mir kommt bestimmt gleich was entgegengerannt wieder. Da. Der da. Ah, die machen nur so ein... Diese Schlangen machen, wenn sie auf dem Boden auftreffen, so ein... So ein Quietschgeräusch. Wie so eine Quietsch-Gummientchen-Tiere. Das Spucklabyrinth. Speichern! Ich will gar nicht speichern. Ich muss nicht speichern. Speichern ist was für Weicheier. Ich mach's trotzdem. Oder vielleicht gerade deshalb. Ja, was ein Dungen ist. Das benutzt man zum Düngen. Oh nee, das ist ein Schlüssel. Nein, ich brauche einen Schlüssel. Oh! Oh mein Gott! Du hast einen Herztintenfisch gefunden! Herztintenfisch zu Gericht, sagte Fufu gefüft. So. Hepsi. Übrigens, sieht man das eigentlich so im Hintergrund, was bei mir auf dem Boden liegt? Ich hoffe nicht. Das ist noch gar keinem aufgefallen. Ich suche gerade, aber ich sehe da nichts, was so gewöhnlich ist. Nein? Dann ist ja gut. Das so. Hat eine Kiste vor. Ah! Du weißt schon, aber. Was? Nein, die Kiste meine ich nicht. Das ist eine Reisetasche. Ja, genau. Sorry. Ich habe noch einen Herztintenfisch.
Yeah! Krass. Da schon zwei Stück. Das ist ein Illuminati-Auge. Tschu! Au! Ah! Ah!